Ein Totenkopf auf der Fahne, ein Haken anstelle der Hand und ein Holzstock am Bein. So stellt man sich Piraten vor, so waren sie aber meistens gar nicht. Wie Piraten wirklich waren, die Wahrheit über Piraten, die erfahrt ihr hier in diesem Video, das ich am Mittwoch hochgeladen habe. In dem Video hier geht es wie immer um einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche, beziehungsweise in diesem Fall um Themen, die nicht so groß in den Medien waren. In den Medien ging es ja vor allem um den Konflikt im Nahen Osten, auch um die Ukraine und um Syrien. Ich habe mir andere Themen rausgesucht, die ich sehr wichtig finde. Zum Beispiel geht es darum, wie der britische Geheimdienst YouTube, Facebook und andere soziale Netze gehackt hat und wohl auch immer noch hackt. Außerdem sprechen wir gleich über Fukushima. Ihr wisst, dieses kaputte Atomkraftwerk. Da fragen mich immer wieder einige von euch nach dem neuesten Stand. Es gibt einen neuen Stand. Mehr dazu, wenn ihr hier klickt oder wenn ihr dran bleibt. Außerdem wie immer ein Win und ein Fail. Wenn dieses Video hier ungefähr eine Woche online ist, dann hat es, schätze ich mal, zwischen 8.000 und 10.000 Klicks. So ist das in der Regel immer bei Wochenrückblicken. Diese Klicks habe ich mir ehrlich erwirtschaftet. Ich habe da nichts gehackt, ich habe keine Klicks gekauft und ich habe keinen Kontakt zum britischen Geheimdienst. Hätte ich den, dann könnte es sein, dass dieses Video eventuell 100.000 oder vielleicht sogar 1 Million Klicks hat. Denn der britische Geheimdienst kann Klicks bei YouTube manipulieren. Und nicht nur das, er kann auch Videos einfach sperren, löschen und er kann dafür sorgen, dass Videos hier rechts oder links, wo auch immer, neben mir bevorzugt angezeigt werden. Das haben jetzt Dokumente enthüllt, die Greenwald, der Journalist, der Edward Snowden dabei geholfen hat, seine ganzen Erkenntnisse zu veröffentlichen, diese Woche publik gemacht hat. In diesen Dokumenten steht, wie der britische Geheimdienst GCHQ das Internet mehr oder weniger beherrschen kann. Darin geht es darum, wie zum Beispiel Einfluss auf YouTube genommen wird, eben in Bezug auf Klickzahlen von zum Beispiel extremistischen Videos. Da kann der britische Geheimdienst sagen, dieses extremistische Video darf niemand sehen, wir sperren ist oder dieses Video, das für die Regierung ist, ganz theoretisch gesagt, das müssen alle sehen, das werden wir jetzt viral schicken und werden dafür sorgen, dass es Millionen von Klicks hat. Das ist das eine, der britische Geheimdienst kann es aber noch viel mehr. In diesem Dokument steht unter anderem, dass der britische Geheimdienst Fotos bei Facebook, die eigentlich auch privat gestellt sind, einsehen kann. Er kann jedes beliebige E-Mail-Konto der Welt so hacken, dass er von diesem Konto aus Mails verschicken kann, im Namen desjenigen, dem das Konto gehört. Und er kann Konten auf beliebigen Rechnern sperren. Also wenn er sagt, also das, was der Mirko da bei YouTube macht, das geht ja gar nicht, wir sperren jetzt einfach mal sein Konto. Dann kann der britische Geheimdienst das womöglich machen und vielleicht wird er das auch tun, weil ihm dieses Video hier nicht gefällt, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Es gibt noch einige Dinge mehr, die der britische Geheimdienst laut diesem Dokument im Internet kann und die sehr erschreckend sind und eigentlich offenbaren, dass der britische Geheimdienst alles kann. Er kann zum Beispiel auch die Seitenaufrufe von beliebigen Websites manipulieren und kann auch dafür sorgen, dass diese Seiten oft irgendwo verlinkt werden, was wiederum dafür sorgt, dass diese Seiten ganz oben bei Google angezeigt werden oder andersrum eben ganz unten bei Google auf Seite 395. Das sorgt dafür, dass der britische Geheimdienst sagen kann, also diese Website, die gefällt uns gut, die sollen viele Leute sehen, wir ranken die ganz oben bei Google und diese Website, nee, die gefällt uns gar nicht gut. Ein offizielles Statement, zum Beispiel von Google, gibt es dazu noch nicht, aber die Dokumente legen nahe, dass diese Methoden tatsächlich auch angewandt wurden und das finde ich persönlich sehr erschreckend. Sie wurden nicht nur angewandt in Großbritannien, sondern auch im Rest von Europa und wohl auch im Rest der Welt. Mehr dazu erfahrt ihr über einen Link in der Infobox. Wundert mich eigentlich, dass da eher kleinere Medien und Computermedien diese Woche nur drüber berichtet haben und andere Medien nicht. Ein anderes Thema, über das auch wenig berichtet wurde, aber das ich sehr wichtig finde und zu dem auch immer wieder Fragen kommen, ist das Thema Atomkraft in Japan. Ihr wisst ja, vor ungefähr 3 Jahren gab es diesen GAU, diesen größten anzunehmenden Unfall, einen Tsunami, eine große Flutwelle, die das halbe Land in Schutt und Asche gelegt hat. Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die doch für große Verwüstung gesorgt hat, unter anderem auch beim Atomkraftwerk direkt an der Küste, nämlich in der Präfektur Fukushima oder Fukushima, wie auch immer man das ausspricht. Dieses Atomkraftwerk wurde fast komplett zerstört und nicht nur das, auch andere Atomkraftwerke wurden in Mitleidenschaft gezogen, sodass die japanische Regierung beschlossen hat,
hat, erstmal alle Atomkraftwerke abzuschalten. Fast 50 Atomkraftwerke sind das, die bis heute noch abgeschaltet sind. Aber diese Woche wurde bekannt, dass zumindest 2 Reaktoren in Japan demnächst wieder ans Netz gehen sollen, weil die Aufsichtsbehörde gesagt hat, dort ist alles in Ordnung. Jetzt ist es so, dass man dieser Aufsichtsbehörde schon immer vorwirft, dass sie sehr unter den Fittichen der Wirtschaft steht und das macht, was die Wirtschaft sagt. Und deswegen machen sich auch einige Japaner Sorgen, dass das Atomkraftwerk dort doch nicht so sicher ist. Aber es ist auch so, dass das Atomkraftwerk Fukushima deswegen wieder mehr in den Blick der Öffentlichkeit kommt. Und dazu gibt es auch Neuigkeiten. Wie ich ja schon mal in diesem Video hier erzählt habe, gibt es große Probleme in Fukushima mit Wasser, das radioaktiv verseucht ist und ins Meer läuft, das sich irgendwie mit dem Grundwasser vermischt und dann das Meer quasi kontaminiert, den Pazifischen Ozean. Dieses Problem ist nach wie vor nicht eingedämmt und wie diese Woche bekannt wurde, wird es wohl auch auf lange Sicht nicht eingedämmt werden können. Man hatte da einen ziemlich tollkühnen Plan. Man wollte die Erde, in der dieses Grundwasser ist, so runterkühlen, dass das Wasser gefriert und nicht mehr abfließt. Das hat aber nicht geklappt, trotz großer Anstrengungen, und es fließt immer weiter Wasser ab. Und es wurde auch bekannt diese Woche, dass Reis in der Gegend um dieses Atomkraftwerk auch heute noch sehr stark belastet ist, radioaktiv belastet ist, aber trotzdem in den Verkauf gekommen ist. Mehr dazu erfahrt ihr über die Infobox. Immerhin ist es nicht zu diesem riesen Crash gekommen, der ja von einigen einschlägigen Websites vor 1-2 Jahren prognostiziert wurde. Also die Lage ist einigermaßen stabil in Fukushima, aber immer noch längst nicht in Ordnung. Kommen wir zum Fail der Woche, und der Fail der Woche hat mit etwas zu tun, was eigentlich erstmal ein Win ist, nämlich der Weltmeistertitel der deutschen Fußballnationalmannschaft. In diesem Video habe ich ja schon mal kurz gesagt, warum das für mich ein Win ist. Aber dieser Weltmeistertitel hatte für einige Leute auch eine Schattenseite, und zwar eine Schattenseite, die mit einem Tanz zu tun hatte. Am Dienstag ist die deutsche Nationalmannschaft nach Berlin gekommen, hat dort vor 500.000 Menschen am Brandenburger Tor gefeiert und hat einen Tanz aufgeführt, zumindest ein Teil der Nationalmannschaft, bei dem die Leute so gebückt gegangen sind und gesungen haben, so gehen die Gauchos, die gehen so. Mit Gauchos waren die Argentinier gemeint und man hat sich da so ein bisschen lustig über die gemacht, weil die eben so gebückt gehen, und danach sind die Nationalspieler senkrecht gelaufen und haben gesagt, so gehen die Deutschen, die gehen so, und haben den Pokal nach oben gestreckt. Das ist eine Geste, gut, man macht sich über einen Verlierer lustig, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber eine Geste, die vor allem einigen konservativen Medienvertretern in Deutschland übel aufgestoßen ist und die gesagt haben, das geht nicht, man kann sich nicht über den Gegner lustig machen, das ist ein großes Eigentor. Und es gab eine große Debatte rund um dieses sogenannte Gaucho-Gate, und diese Debatte finde ich mal ein absoluter Fail. Also es gibt wirklich viel, viel Wichtigeres, über das wir diskutieren sollten, als über so einen Tanz, der vielleicht daneben war, aber was soll's, ich meine, die haben sich halt gefreut, ja und, ich finde den Tanz jetzt nicht schlimm. Was ich eher schlimm finde, ist die große mediale Aufmerksamkeit, die dieses ganze Fest bekommen hat. Es gab wirklich von morgens bis abends kein anderes Thema. In fast allen Fernseh- und Radiosendern wurde darüber berichtet, und wenn man so will, dann war es eigentlich nur eine riesen Sponsorenveranstaltung von Coca-Cola und Mercedes und einigen anderen großen Firmen, die prominent ihre Marken ins Bild gebracht haben. Und naja, also die haben da halt gefeiert, gut, aber mehr muss man da ja auch nicht berichten. Meine Meinung, vielleicht seht ihr das ja ein kleines bisschen anders, und ihr könnt natürlich gern zum Gaucho-Gate auch eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Win der Woche ist eine Nachricht, die mit einem Treffen zu tun hat, dass das ab heute beginnt, nämlich in Melbourne. Dort beginnt die sogenannte Welt-AIDS-Konferenz, und schon bevor die Welt-AIDS-Konferenz begonnen hat, wurde ein Bericht veröffentlicht, in dem steht, dass in den vergangenen 10 Jahren die Zahl der Neuinfektionen mit dem HIV-Virus und die Zahl der AIDS-Toten um 1/3 zurückgegangen ist. Das ist wirklich eine erfreuliche Zahl, und das ist auch ein Ziel, was man vorher erreichen wollte. Wissenschaftler sagen sogar, wenn es so weitergeht, dann könnte bis 2030 AIDS komplett aus der Welt sein. Trotzdem haben noch 35 Millionen aktuell den HIV-Virus in sich, und interessant ist, 19 Millionen dieser Menschen weltweit wissen gar nicht, dass sie dieses Virus in sich haben. Der Vollständigkeit halber sollte man auch erwähnen, dass es Menschen gibt, die sagen, den HIV-Virus gibt es zwar, aber es ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass der HIV-Virus wirklich AIDS auslöst, und AIDS ist eine erfundene Krankheit der Pharmaindustrie, die einfach nur Medikamente verkaufen will, und man sagt bei beliebigen Krankheiten wie Tuberkulose und so, naja, das war jetzt AIDS, und AIDS gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eine Theorie, die einige wenige Leute so vertreten. Mehr dazu findet ihr in der Infobox. Aber eben diese erfreuliche Nachricht, wenn es AIDS denn gibt, wovon ich persönlich ausgehe,
dann ist man da auf einem guten Weg, was die Bekämpfung angeht. Das hat vor allem mit der Aufklärung zu tun. Zum anderen hat das aber auch damit zu tun, dass sich die medizinische Versorgung vor allem in den sogenannten Entwicklungsländern verbessert hat. Trotzdem gibt es gerade noch in Südafrika, Nigeria und in Teilen Asiens große Probleme mit AIDS. Auch dazu mehr in der Infobox. Das war's mit dem Wochenrückblick für heute. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem, wie ich finde, interessanten Thema, nämlich: Wie erkennt man Lügner? Woran erkennt man, dass jemand euch nicht die Wahrheit sagt? Wenn ihr das schon immer mal wissen wolltet, dann schaut einfach am Mittwoch wieder rein.